zwischen den Nationen gesprochen wird. Und es gibt einen Großteil der Bevölkerung, die mit großen Sorgen auf dieses Einwanderungsgeschehen blickt. Deren Sorgen sind bislang immer weggewischt worden mit Aussagen, dass alles sind Chauvinisten, Rassisten oder sonst etwas. Viele sind in der inneren Emigration und warten im Grunde nur darauf, eine halbwegs vorzeigbare rechtspopulistische Partei zu wählen. Es ist die innenpolitische Lage weitgehend verkorkst. Es ist auch nicht zu sehen, wie die Politik den Zustrom von Flüchtlingen angesichts der vielen Krisen weltweit in den Griff bekommen könnte. Das heißt, wir steuern auf das zu, was man in der Evolutionsanalyse eine regulative Katastrophe nennt. Und dann wird tatsächlich ein Ruck durch das Land gehen, die Grenzen tatsächlich schließen, tatsächlich die Sachleistungen so ausgestalten, dass der Anreiz, nach Deutschland zu kommen, sich reduziert, die freie Wohnortwahl so beschränken, dass man sich der Registrierung nicht mehr entziehen kann. Man kann in einer Demokratie nicht gegen das Volk oder gegen nennenswerte Minderheiten des Volkes anregieren. Der Wandel unseres Landes, seine Einwanderungsgesellschaft, ist im Wege des Elitendiskurses über die Bevölkerung verhängt worden. Nie hat man mit den Deutschen einen redlichen Diskurs darüber geführt, ob man ein Einwanderungsland werden wolle oder solle. Es wurde lediglich darum gestritten, ob man eines sei oder nicht sei. Das heißt aber, dass man Fakten schafft und dann vom Volk erwartet, dass das Volk die Fakten akzeptiert. Führen wir dich in die Gesellschaft hinein. Zu sagen, das sind arme, traumatisierte Menschen und die müssen jetzt erstmal im Sessel verschnaufen, bringt uns keinen Schritt weiter, bringt die Leute nicht in Arbeit, qualifiziert sie nicht nach. Der große Anteil der Menschen, die kommen, sind so per se in die Gesellschaft nicht integrierbar. Das ist die erste Lektion, die man lernt, wenn man in die westliche Kultur kommt, Toleranz. Damit leben zu können, dass ein anderer einen anderen Gott hat als man selbst, dass ein anderer aus einer anderen Gegend kommt als man selbst und nicht sich anfängt, dann mit Latten den Schädel einzuschlagen. Das kann es nicht sein, hier mit Steinen auf Polizeibeamte zu werfen, missliebige Mitbewohner in einer Unterkunft zu malträtieren. Also ich sag mal, wer sich hier so gebärdet, der entscheidet eigentlich schon selbst über seinen Asylantrag, nämlich negativ. Es läuft schief. Es läuft schief und es läuft katastrophal schief, wenn die Kanzlerin in dieser Lage eine Reise nach Indien macht. Weil die Pflege der deutsch-indischen Beziehungen ist offenbar die größte und vordringlichste Aufgabe, die wir jetzt haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, warum die Kanzlerin versagt hat. Ein kleines Zitat unserer Kanzlerin. Deshalb werden wir auch weiter eine geregelte Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung fordern. Die Pointe habe ich schon vermasselt. Das ist die Kanzlerin im Jahre 2003. Inzwischen ist davon nichts übrig geblieben. Und viele Leute, die sie gerade deswegen gewählt haben, wie auch ich, sind, um es höflich zu sagen, leicht enttäuscht. Ich weiß auch nicht, was man hätte machen sollen. Ich frage mich nur, warum Deutschland? Hat sich Frankreich zu dieser Geste bereit erklärt? Hat sich Spanien zu dieser Geste bereit erklärt? Nein. Und das, was sie heute treibt, ich will nicht dramatisch werden, aber es grenzt an Untreue im Amt. Sie hat einen Eid geleistet. Ich schwöre, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren, Schaden von ihm zu wenden und so weiter. Und zurzeit passiert genau das Gegenteil. An welcher Stelle sehen Sie denn, dass das deutsche Volk Schaden nimmt? Wenn Sie demnächst ein Zeltlager mit Flüchtlingen vor Ihrer Tür haben, werden Sie schon merken, worin der Schaden besteht. Die Kanzlerin kneift. Und ich glaube, mit dieser Indienreise will sie uns das Gegenteil von dem suggerieren, was gerade stattfindet, nämlich alles unter Kontrolle. Der Vizekanzler Herr Gabriel, der sich heute so äußert, wie sich noch vor 4 Wochen das Pack geäußert hat, über das er dann hergefallen ist. Da ist kein großer Unterschied mehr. Herr Seehofer vertritt zu meiner großen Überraschung sehr vernünftige Positionen. Nur glaube ich nicht, dass jemand die Macht hat, die Kanzlerin an die Kandare zu nehmen. Die Situation ist auch so, dass sie irreversibel ist. Sie können die Uhr nicht zurückdrehen. Das Kind ist im Brunnen. Jetzt kann man sich allenfalls überlegen, wie man den Schaden minimiert. Aber auch das wird, glaube ich, scheitern, weil der Strom der Flüchtlinge lässt ja nicht nach. Versuchen Sie doch mal, einen Wasserfall davon zu überzeugen, er soll aufhören zu fließen. Nur weil Sie sagen, wir müssen die Gesetze verändern. Glauben Sie, irgendjemand in Afghanistan, Pakistan oder wo auch immer wird sich von einer Änderung des deutschen Asylrechts beeinflussen lassen, seine Meinung ändern? Das ist doch die reine Naivität, die sich entfaltet. Was mir nur fehlt, ist, dass Politik rechtzeitig reagiert. Es muss erst immer überall lichterloh brennen, bis die mal was auf die Reihe bekommen. Das heißt, wir sind in erheblicher Weise gefordert, diese Unterkünfte zu schützen. Dann gibt es die Kriminalität unter den Flüchtlingen. Das heißt,
Vergewaltigungen von Frauen und von Kindern, massive Gewaltanwendung, kriminelles Handeln im Sinne von Ausbeutung, Versklavung, das alles sehen wir dort. Das sind nicht nur Rangeleien, weil man auf engem Raum zusammenlebt, sondern da finden auch richtige Verteilungskämpfe unter den Flüchtlingen schon statt, auch so Dominanzkämpfe, das heißt religiöse Gruppen untereinander, Eiferer, die man nicht leicht voneinander trennen kann. Sie können eigentlich tun und lassen, was sie wollen, der Staat reagiert kaum. Und die Justiz und Politik sind deshalb aufgerufen, tatsächlich den Leuten von Anfang an klarzumachen, dass hier nicht die Scharia gilt oder irgendeine andere Religion, sondern dass hier die deutschen Strafgesetze gelten und wir auch bereit sind, die durchzusetzen. Es geht hier ja um schwerste Verbrechen, um schwere Straftaten und der Rechtsstaat muss zeigen, wer so etwas begeht, wer also vom Verfolgten zum Verfolger wird, da muss der Rechtsstaat reagieren. Die müssen sofort aus dem Verkehr gezogen werden und wir sollten auch die Abschiebehaftanstalten genau dafür wieder eröffnen. Da gehören diese Personen hin. Auch das wird nicht gehen. Ich glaube, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, besonders schutzbedürftige Gruppen besonders zu beschützen. Das sind Frauen, das sind Familien und Kinder und das sind vor allen Dingen auch die Christen unter diesen Flüchtlingen. Die brauchen den besonderen Schutz des Staates und ansonsten muss jeder, der dort lebt, jedem muss klargemacht werden, hier gelten deutsche Gesetze, wir setzen sie auch durch und wer dagegen verstößt, hat nur Anspruch auf Freiheitsentzug und anschließende Abschiebung. Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft.